Hallo erstmal, freut mich natürlich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr letzte Woche dabei gewesen seid, dann wisst ihr, dass da gebastelt wurde. Ich habe für diese Woche ein Quiz geplant. Dafür braucht ihr eigentlich nur einen Zettel und einen Stift, damit ihr natürlich die Lösung mitschreiben könnt. Wenn ihr mehr Zeit zum Überlegen braucht, könnt ihr auch ruhig einfach auf Pause drücken, dann habt ihr auch mehr Zeit dafür. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr den Zettel euren Eltern geben, die dann eine E-Mail mit Name, Adresse und den Lösungen natürlich an diese E-Mail-Adresse, die der Jan jetzt hoffentlich hier einblendet, schicken können. Perfekt. Die drei Besten bekommen dann natürlich auch eine Belohnung und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Quiz. Im ersten Teil geht es darum, dass wir Fragen zu Mitarbeitern gestellt haben und ihr herausfinden müsst, welcher Mitarbeiter gemeint ist. Welcher Mitarbeiter ist am ältesten? Ist es A. Tobi, B. Dominik, C. Leander oder D. Julian? Welcher Mitarbeiter ist am jüngsten? A. Ben, B. Lasse, C. Noah Schütz oder D. Till? Welche Mitarbeiter sind Geschwister? A. Ben und Lasse, B. Jan und Till, C. Tobi und Julian oder D. Noah Kersen und Leander? Beim zweiten Quiz geht es darum, dass wir einen Charakter einblenden und ihr aus vier Antwortmöglichkeiten wählen müsst, wer das ist. Ist das A. Simba, B. Scar, C. Bansai oder D. Pumba? Sieht man hier A. Tui, B. Tamatoa, C. Haihai oder D. Maui? Ist das A. Hook, B. Mac, C. Saj oder D. Doc? Suchen wir A. Akbar, B. Chewbacca, C. Lando oder D. Yoda? Sieht man hier A. Tom, B. Pluto, C. Jerry oder D. Jumbo? Im nächsten Quiz werden Fragen zu Tieren gestellt und es stehen vier Tiere zur Auswahl und ihr müsst eins davon raussuchen, dass das Richtige ist. Welches Tier ist am größten? A. Blauwal, B. Nilpferd, C. Giraffe oder D. Elefant? Welches Tier ist am schnellsten? Ist es A. Gazelle, B. Leopard, C. Gepard oder D. Strauß? Welches Tier ist gefährlicher? A. Biene, B. Hornisse, C. Wespe oder D. Mücke? Beim nächsten Quiz geht es darum, dass wir mehrere Bilder nebeneinander einblenden, ihr die Bedeutung der Bilder herausfinden müsst und diese zu einem neuen Wort zusammensetzen müsst. Ein Beispiel dafür wäre, wenn da ein Tisch ist und dann ein Bein, dann wäre das Wort das gesuchte Tischbein. Hier ist es so, dass ihr nicht das komplette Wort nehmen müsst, sondern einzelne Buchstaben weggelassen werden. Beim ersten Bild muss der Buchstabe M gegen N ausgetauscht werden. Thank you.
Bei den nächsten Aufgaben geht es darum, dass etwas umschrieben wird und du herausfinden musst, was damit gemeint ist. Erstens, wenn man mich behalten will, muss man mich schützen, aber ohne mich zu brechen, kann man mich nicht benutzen. Zweitens, in der Wildnis bin ich so schüchtern. In der Stadt liege ich am Boden, um Fußgänger zu schützen. Das macht mir nichts aus. Drittens, gib mir Nahrung und ich werde leben. Gib mir Wasser und ich werde sterben. Viertens, es gehört nur dir, aber die anderen verwenden es mehr als du. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde dann jetzt gerne noch eine kurze Andacht halten und zu Beginn dann erstmal eine Frage. Habt ihr heute eigentlich schon gelacht? Wenn ja, dann ist das gut und dann freut euch auch gerne weiter. Wir sollten nämlich eigentlich noch viel öfter lachen. Lachen ist extrem gesund. Nicht nur, dass die Verdauung anregt und den Kreislauf in Schwung bringt, es ist auch irgendwie wie so ein kleines Sporttraining, was uns halt fitter und gesünder fühlen lässt. Außerdem spült es halt negative Gedanken weg, wie Stress, Angst und Aggression. Und natürlich ist es auch so, wenn Leute oft lachen, kommen sie auch oft sympathischer rüber. Und nicht vergessen, wer lächelt, der bekommt auch oft von anderen Menschen ein Lächeln zurück. Ich weiß natürlich auch, dass Lachen momentan etwas schwieriger ist. Wir sind in einer Krisenzeit, viel Unsicherheit, viel Angst in unseren Köpfen. Aber in der Bibel hat Gott halt versprochen, dass er besonders in schweren Zeiten bei uns ist und uns hilft, trotzdem fröhlich und positiv zu bleiben, damit es uns einfach besser geht. In der Bibel finden wir zum Beispiel das Volk Israel, das in großer Not war und dem Gott dann einfach ein Lächeln geschenkt hat, damit es ihnen trotzdem besser geht und damit sie sich einfach besser fühlen auch. Daran können wir ganz deutlich sehen, dass auch wenn es mal schlechtere Zeiten sind, wenn wir gerade mal nichts zum Lachen haben, dass wir einfach die Hoffnung in Gott und das Vertrauen nicht verlieren dürfen. Denn Gott hilft uns daraus, er schenkt uns ein Lächeln und er bringt auch wieder positivere Zeiten zu uns. Ich würde dann zum Abschluss gerne noch beten. Ja, danke Gott, dass wir momentan noch so gutes Wetter haben, dass wir trotz der Kontaktsperre rausgehen können und dort Spaß haben können. Aber sei doch auch bitte bei den Menschen, denen es momentan nicht so gut geht. Viele fühlen sich einsam oder sind leider auch krank. Helf ihnen doch aus dieser Situation heraus und mach doch auch, dass sie wieder lächeln können. Amen.